getrieben. Und bevor ihr euren Sex- und Saufgelüsten nachgeht, machen wir erstmal Programm. Noch ist nicht zu spät. Noch könnt ihr mitdenken. Noch freut ihr euch heiß über, wie wir uns die Köpfe zermattert haben für 2 Stunden Scheiß. Ihr habt hinter euch gebracht das Gedränge am Einlass und fragt euch jetzt natürlich, bin ich da schon drin oder was? Also sag ich es noch einmal gleich hier zu Beginn, Fasching. Hä? Ist ganz einfach. Drin. Drum nehmt uns nicht übel, lacht auf jeden Fall, vor allem über euch selber. This is just Karneval. Weil ich bin bloß ein Penner, doch ich war in den Staaten. Nicht viel hier im Saal, die das Glück auch schon hatten, doch Narren gibt es überall. United States of Carnival! Und jetzt erzähle ich euch was. Unter Maibrücke habe ich im Sommer eine Wochenzeitschrift gefunden, mit einem Preisrätsel drinne, 2 Wochen New York oder London. Na gut, dachte ich mir, alter Penner, machst mit. Ich hab's ausgefüllt, also schreiben kann ich, hä? So ist es nicht. Und was soll ich euch sagen? Ich dachte, es wär gar nie wahr. Ich war der Gewinner, 2 Wochen am Amerika. Paar Dollar Taschengeld hab ich auch noch gekriegt, wenn auch spät. Ich mein, es ist ja nicht so, dass auf deutschen Straßen kein Geld rumliegen tät. Man muss nur wissen, wo. Und dann muss man sich bücken. Gut, hast du zwar gleich wieder das Finanzamt im Rücken. Aber ich weiß auch, warum das hier so gut läuft. Als Deutscher kriegt man schon ein paar Mark, wenn man Leopard an den Türken verkauft. Doch das war mir egal. Ich saß im Flieger und düste mal eben in die USA hinüber. Denn ich bin bloß ein Penner, doch ich war in den Staaten. Nicht viel hier im Saal, die auch das Glück schon mal hatten. Doch Narren gibt es überall. United States of Carnival. Als wir landeten, sah ich was. Und ich dachte nur, wow. Riesengroß, mit einer Fackel in der Hand. Ich sag, wer ist denn die Frau? Mein Nachbar meint, die tut man hier Freiheitsstatue nennen. Ja, mein Gott, ich kann doch nicht jedes Weib kennen. Dann sah ich mich um in der Stadt. Naja, so wie jeder. Ausländer haben die. Oh, wie in Lugau. Jeder zweite Neger. Ich dachte, ich bin im Asylheim. Alle um mich rum waren braun. Aber bloß bis zur nächsten Ecke. Dort begann Chinatown. Aber dann sah ich was, das tat mein Bennerherz entzücken. Brücken haben die in New York, sag ich euch. Brücken! Und da begann mein alter Traum, wieder Wahrheit zu werden.
einmal unter der Golden Gate Brücke pennen und dann sterben. Doch ich bin bloß ein Penner und ich war in den Staaten. Nicht viel hier im Saal, die auch das Glück schon mal hatten. Doch Narren gibt es überall. United States of... Ja, es wird auch langsam. Und dann ging's los. Ich hatte Hunger, musste mich ja von irgendwas ernähren. Wenn dort nie an jeder Ecke Pizza und Pommesbuden wären, Hamburger und Hotdogs, wo immer auch guckt. Und ich hatte so einen Appetit auf eine Wurst von dem Bock. Zum Thema Essen kann ich jetzt nur eins sagen hier an Sie. Die Amis hatten nie eine Esskultur und die kriegen sie auch nie. Und dann kam ich vorbei am Weißen Haus. Dort winkte doch tatsächlich der Clinton heraus. Er schien freudig erregt. Also bis hierher konnte ich sehen, was sich weiter unten abgespielt hat. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber das führe ich jetzt auch in Oesnitz ein, auf jeden Fall, weil Monikas gibt's überall. Ja, ich bin bloß ein Penner, aber ich war in den Staaten, nicht viel hier im Saal, die auch das Glück schon mal hatten. Doch Narren gibt es überall. United States of... Und dann macht ich Kultur. Zog mir Hollywood ein, weil jeder sagte, Warner Studios musste unbedingt rein. Der Weiße Hai live und King Kong. Ich dachte, oh, so mit Action und schön. Ey, ja, den alten Scheiß hab ich alles schon im Kino gesehen. Die kochen auch bloß mit Wasser, all die Stars aus den Staaten. Es waren nicht nur Eddie Murphy und Bruce Willis, die an ihre Tische mich baten. Auch Dustin Hoffman, also alles, was sich so durch Hollywood lahmt. Über ihn hätte ich mich gefreut, aber John Wayne hatte wahrscheinlich keinen Bock an dem Abend. Und als dann so verlebtes Weib vor mir rumhinkt, sag ich, hallo Frau Meisel, meint sie, no, I'm Sharon Stone, ich bin bloß nie geschminkt. Harrison Ford war okay, mit dem tat ich Whisky reinsaugen. Oh. Ich hatte zwar früh solche Derrick-Augen, aber nur eins tat mich als Benner begeistern und da bin ich heute noch dabei. Mein US-Lieblingsfilm. Die Brücke am Quai. Aber ich bin eben bloß ein Benner. Doch ich war in den Staaten, nicht viel hier im Saal, die auch das Glück schon mal hatten. Doch Narren gibt es überall. United States of... Und nachdem ich die Rocky Mountains gesehen, dachte ich mir, das Erzgebirge ist deswegen auch ganz schön. Denn hier tobt das Leben. Hier stellen sich Fragen zu Haufen. Wird mir Boris Becker eine Filmrolle als Computerfreak abkaufen? Wird Steffi Graf ihrem Andre mit einem Kindlein auflauern?
Warum durfte Rex Gildos Jugend nicht noch 60 Jahre dauern? Wann schlägt der Blub aus der Werbung auf Frau Feldbusch zurück? Schiffer und Copperfield getrennt? Oder wieder bloße Trick? Oder warum mussten wir solch einen Kanzler nur wählen? Das sind die Fragen, die in Deutschland was zählen. Darum trinkt jetzt mit mir, schenkt den Becher nochmal ein. Ich bin stolz, euer Brückenpenner zu sein. Amerika, du kannst mich mal. Drum ruft jetzt nochmal der ganze Saal United States of dir doch sicherlich ein Begriff, ne? Yes! Weißt du eigentlich, dass Andre Agassi jetzt einen neuen Job hat? No! Weißt du, was Andre Agassi jetzt für einen neuen Job hat? Er ist jetzt Grafiker. Sehr witzig. Nein, aber Kai, pass mal auf. Ich meine, du warst ja jetzt drüben in den Staaten. Du warst drüben. Alle im Saal fragen sich besorgt, wie zum Henker geht es da drüben zu? Wie sehen die aus da drüben? Wie sieht so ein Ami aus? Du willst wirklich wissen, wie ein typischer Durchschnittsamerikaner aussieht, ja? Ja, ich nicht, aber die Leute im Saal. Ihr wollt wissen, wie ein typischer Durchschnittsami aussieht? Dann werde ich euch das jetzt mal zeigen. Herr Kapellmeister, dürfte ich bitte um einen kleinen Trommelwirbel bitten? Yes, Lothar geht nach USA. Besonders begeistert über diese Aktion sind deutsche Fußballfans und amerikanische Bestattungsunternehmer. Und wenn es dann mal nicht mehr klappt mit Maren und Meteor Stars, vielleicht sieht dann Lola so aus. Und nun, Herr Kapellmeister, einen Ausblick.